alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister und ein herzliches Willkommen an alle Nichtmuslime. Hinter mir seht ihr die ersterbaute Moschee, das ist Masjid al-Quba, eine geehrte Moschee, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seinen edlen Gefährten gebaut hat. Und derjenige, der in dieser Moschee zwei Raka für Allah subhanahu wa ta'ala betet, so gibt es keinen anderen Lohn für ihn, außer dass Allah azza wa jal ihn eine vollständige Umrah schreibt. Möge Allah azza wa jal uns diesen Lohn nicht verwehren. An meine geliebten Geschwister, die ich für Allah azza wa jal vermisst habe, zwei, drei Wörter. Wir haben zwei Gattungen von Menschen, zwei Arten von Menschen. Der eine ist derjenige, der wenn er von Allah azza wa jal die Gnade bekommen hat, etwas Gutes in der Religion zu machen, so lehnt er sich irgendwann zurück und denkt, dass er das Paradies schon erreicht hat. Er denkt, die Akhira ist schon in seinen Händen. Und das ist wahrlich nicht die beste Gattung. Die beste Gattung sind diejenigen, liebe Geschwister, die machen und tun und versuchen, ihr Bestes in diesem Leben zu verrichten. Und sie denken gleichzeitig, dass sie nicht genug Taten vor Allah azza wa jalla haben. Als Allah subhanahu wa ta'ala die Aya erwähnt hat, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die von dem ausgeben, was sie von Allah azza wa jal bekommen haben, sie machen schon eine gute Tat. Und während ihre Herzen gleichzeitig, obwohl sie die gute Tat machen, während ihre Herzen erzittern, erbeben, dass sie zu ihrem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam erklärte uns, welche Person das ist. Er sagte, huwa rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Das ist der Mann, der betet und der fastet und der spendet und er befürchtet, dass Allah azza wa jal diese Taten von ihm nicht annimmt. Und das solltest du sein, o Diener Allahs, dass du immer weitermachst mit den guten Taten, wie Allah azza wa jal uns sagt. Allah azza wa jal sagt uns, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, und diene deinem Herrn, bis zu dir die Gewissheit bedeutet, der Tod kommt. Und das sollte unser Maßstab sein, dass wir niemals aufhören mit guten Taten und uns niemals sicher fühlen mit diesen paar Taten, die wir gemacht haben. Denn schließlich geht es um ein ewiges Leben und hier müssen wir gucken, wo wir, in welche Aufenthaltsstätte wir herein möchten. In das Paradies oder in das Höllenfeuer. Möge Allah azza wa jal mir und meinen geliebten Geschwistern allen das Paradies geben. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.